Hallo und herzlich willkommen. Der hat da oben die Heuchlappen ausgefahren. Wir werden mal hier verschwinden. Willkommen zurück bei Quemo. Ich guck mal hier auf unsere schlaue Karte. Wir sollen ja nach Süden weiterreisen. Aber, die Frage ist jetzt, gehen wir nach Süden? Ich würde sagen, ja. Ich werde jetzt erstmal bis zum Weg. Dann werden wir unser Pferdchen rufen. Nee, warte mal, wir müssen darüber. Geronimo! Oh, Biene geboren. Es war hier so flach. So, wie rufe ich jetzt nochmal mein Pferd? Nee. So? Auch nicht. Ah. Alter. Gar nicht so einfach. Es ist einfach nicht einfach. Um mit meinen einfachen Worten auszudrücken. Wieso ist denn hier die Ausdauer so schnell runter? Kann mir das mal einer erklären? Was ist mit dem Zossen? Der ist aber schnell runter. Hör mal. Guck mal hier, ob hier vielleicht gerade gekämpft wird. Sind nur zwei Hansels hier. Oh, das ist gut. Jetzt ist nur noch ein Hansel hier. Na gut, wir werden weiter reiten. Ich will mich jetzt hier nicht aufhalten mit den ganzen Gramstürmen. Theoretisch, ja. Oh. Okay, wir haben hier eine Aufgabe. Was sollen einfache Leute denn gegen ein solches Übel tun? Was ist los? Ich würde nicht in Richtung Kartwacht gehen, Reisender. Nicht jetzt und vielleicht auch nie wieder. Dort wartet nur noch das Grauen. Was ist in Kartwacht geschehen? Alles wurde von geistlosen Bestien überrannt. Ein gewaltiger Sturm brach über der Stadt los, als ich die Straße heraufkam. Bei meiner Ankunft herrschte Chaos. Monster griffen jeden an, der noch am Leben war. Ich selbst kam gerade so mit dem Leben davon. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Ich habe Fenra, eine der Stadtwachen, gesehen, wie er ein Lager in den Ruinen nahe der Stadt aufschlug. Er ist ein guter Kerl. Wenn jemand einen Rettungsversuch unternimmt, dann dürfte er es sein. Vielleicht könntet ihr ihm dabei zur Hand gehen. Ich werde nach Fenra suchen und meine Unterstützung anbieten. So. Ist ja da, wo das Blut des alten Kart. Wir müssen sowieso in die Höhle, von daher. Machen wir gleich hier. Die Käse von Himmelsrand? Die Käse? Unspektakulär für ein finsteres Versteck. Ich werte das mal als gutes Zeichen. Warte mal, wir müssen jetzt, wo ist denn... Nee, ist der hier überhaupt? Nee, der ist ja da hinten. Spricht mit Fenra. Ach, der ist da irgendwo. Warte mal, ich gucke mal. Okay. Wie ich schon sagte, ist eure große Freundin leicht in einer Menschenmenge zu entdecken. Wir kamen so schnell wir konnten. Wir glauben, unser Attentäter ist in diese alte Mine geflohen? Man kann ihn dort genauso gut begraben wie überall sonst. Tja, hat Fenorian euch über unsere Funde informiert?
Die schlaue Frau hat uns geholfen, den Mörder der Königin zu seinem Versteck in den Eishauchtiefen zu verfolgen. Er kam davon, ließ allerdings Beweise dafür zurück, dass der Zirkel einen weiteren Gramsturm in dieser Mine entfesseln will. Diese Pläne durchkreuzen wir. Habe ich etwas vergessen? Da der Attentäter entkommen ist, erwarten sie uns wahrscheinlich. Ich tippe auf eine Falle. Ausgelegte Beweise oder... Das ist doch nicht umsonst da liegen geblieben, Freunde. Gut, das Risiko, dass sie fliehen, ist weitaus kleiner, wenn sie meinen, sie wären im Vorteil. Ich bin es leid, diese Ratten durch die Schotten zu jagen. Seid ihr bereit, dem ein Ende zu machen? Schnucki, wir machen hier bisher alles. Du warst ja immer nur in Einsamkeit. Jetzt, ja, okay. Ich hoffe, diese Tunnel sind für große Leute geeignet. Ja, stoß dir in den Kopf. Brigitte. Nielsen. Mit den Beinen kannst du auch aus der Dachrinne saufen. Verarbeitet haben wir auch so eine standende Frau. Nur nicht blond, sondern kurze, schwarze Haare. Das ist so ein bisschen so grufti-mäßig angehaukt, aber du. Lange Beine, ein Körper wie sonst was. Ein bisschen fülliger. Damit habe ich ja kein Problem. Oh, nehmen wir alles mit. So, was ist denn hier? Was ist denn hier? Sieht alles so ein bisschen... Ein Gerüst, folgen wir ihm nach unten. Ja. Vorsicht, dieses Bauwerk scheint nicht ganz stabil zu sein. Entspannt euch, es braucht mehr als ein wackeliges Gerüst, um Lyris Titanenkind niederzustrecken. Eigentlich machte ich mir mehr Sorgen um mein eigenes Wohlergehen. Aber wenn ihr darauf besteht... Hier wird nie gestritten, Freunde. Ich glaube, da vorne ist eine Höhle. Alter, was ist das denn? Schon wieder Schwarzweite? Wie unter Ostmarsch. Erstreckt es sich unter ganz Himmelsrand? Schwarzweite? Also sind die Legenden wahr. Aber warum gibt es hier unten eine Siedlung? Junge, wir waren doch hier schon. Ach, wir müssen hier hin. Erkunde die Ruine. Ein offener Dungeon, eine tolle Wurst. Ach nee, das ist nicht unsere Aufgabe. Wo ist denn unsere Aufgabe? Mit wem müssen wir jetzt hier? Ach so. Zu meinen Forschungen über Himmelsrand gehörten natürlich auch die Legenden über Schwarzweite. Doch ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal mit eigenen Augen sehe. Es ist riesig. Dieser Brief, den ihr im Versteck des Attentäters gefunden habt, darin wurde ein Bergbaukonsortium in der Finsternis erwähnt. Könnte es dieser Ort sein? Du, wir waren ja schon in Schwarzweite. Ziemlich viele Folgen. Jetzt sind wir wieder hier. Der Brief deutet an, dass der Zirkel die Minenarbeiter für unterschiedliche Zwecke nutzen will. Genau. Wenn der Attentäter Teil eines Vampirclans ist, der mit dem Zirkel zusammenarbeitet, könnte ich mir kein besseres Versteck als dieses Land der immerwährenden Nacht vorstellen. Ich würde denken, dass die meisten Minenarbeiter keine Ahnung haben, in was sie hier hineingeraten sind. Sollten wir die Minensiedlung untersuchen? Ihr und Lyris solltet das tun. Das ist unsere beste Spur, um den Attentäter zu finden. Doch wenn die Minenarbeiter auch nur die geringste Ahnung vom Treiben der Vampire hier unten haben, wird meine Anwesenheit für Verwirrung sorgen. Ich bin mir sicher, dass ich mich nützlich machen kann, während ihr die Siedlung untersucht. Schwebt euch da etwas Konkretes vor? Ich bleibe außer Sichtweite und überprüfe die umliegende Gegend, während ihr und Lyris die Stadt untersucht. Trefft mich am anderen Ende der Stadt, wenn ihr fertig seid. Dann tauschen wir aus, was wir herausgefunden haben. Ihr hattet erwähnt, dass zu eurer Forschung auch Schwarzweite-Legenden zählten. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Die meisten Legenden sind abergläubischer Unsinn. Schwarzweite wurde aber angeblich einst von den Dwemer beherrscht. Wenn das stimmt,
werden wir ihre Ruinen sehen. Es gab eine Menge Geschichten über Ungeheuer. Blasse, wilde Humanoide, Rieseninsekten. Seid auf der Hut. Was wieder der Nachteil von so Open World, wisst ihr? Du bist hier schon unten gewesen, hast schon alles erkundet, hast schon alles gemacht hier unten und dann kommst du mit der Hauptgeschichte hier an und der erzählt dir, was hier unten so sein könnte. Schwierig. Schwarzweite, schon wieder. Dieser Ort muss riesig sein, wenn er sich so weit von Ostmarsch bis hierher erstreckt. Ich fass es nicht, dass Leute hier leben. Noch keine Spur vom Vampir-Attentäter? Wir sind doch gerade erst gekommen. Nein, doch all die Beweise, die ihr gefunden habt, deuten darauf hin, dass er hier unten irgendwo ist. Fragen wir die Minenarbeiter, was sie zu sagen haben. Aber seid gegen alles gewappnet. Dieser Ort riecht geradezu nach einem Hinterhalt. Ah, also wie wollt ihr hiermit umgehen? Teilen wir uns auf. Seht euch um. Stellt ein paar Fragen. Wenn der Mörder durch diese heruntergekommene Stadt gekommen ist, hat ihn vielleicht jemand gesehen. Ruft, wenn ihr Ärger bekommt. Aber unternehmt ansonsten nichts, bis wir alle wieder zusammen sind. Meint ihr wirklich, wir sollten uns aufteilen? So können wir ein größeres Gebiet abdecken. Und ein einzelner Reisender ist weniger auffällig als eine große Gruppe. Falls einer von uns in Schwierigkeiten gerät, können die anderen zur Rettung eilen. Bleibt einfach in der Nähe der Siedlung. Wir wollen hier unten nicht komplett voneinander getrennt werden. Okay. Gut, so, was sollen wir machen? Untersucht die unterirdische Siedlung. Was war er denn für jener gerade? War der vorher auch schon da? Ja, ihn so mitgekriegt. So, wir haben natürlich... Wir waren natürlich hier unten schon. Der druckelt auch schon wieder so ein bisschen. Also liegt das wirklich an der unterirdischen Welt hier. So ein bisschen, also flüssig läuft anders. Das ärgert mich schon wieder so ein bisschen. Aber was willst du machen? Müssen wir jetzt durch. Irgendwann sind wir auch wieder raus hier. Und oben war ja ruckelfrei. Die ganze Zeit über hat der Aufseher mit einem Vampir gearbeitet? Ich hatte immer ein ungutes Gefühl bei ihm. So viele Leute sind verschwunden und der Aufseher steckte die ganze Zeit. Geht und stört jemand anders, Hawker. Wenn ich das hier nicht bis zum Ende meiner Schicht fertig kriege, zieht der Aufseher mir die Hammelbeine lang. Ich suche nach jemanden mit einer Klappe über den linken Auge. Pah, sehe ich denn wie ein Stadtausrufer aus? Wenn der Aufseher wollte, dass wir aufpassen, hätte er uns kaum die Augen verbunden, als wir herkamen. Ja, hatte die Augen verbunden? Ihr nicht? Bisher waren der Aufseher und seine Frau immer besonders wachsam, wenn es um die Geheimhaltung des genauen Standorts der Mine und der Siedlung ging. Was macht euch so besonders, frage ich mich. Ich suche nur noch einen Mann mit Augenklappe. Nun, ich habe so jemanden nicht gesehen. Jetzt greift euch eine Schaufel und helft mir oder hockert ab. Ich kann es mir nicht leisten, diese Arbeit zu verlieren. Naja, mach du mal. Mach mal deine Sklavenarbeit. Die waren uns noch nicht gerade wohlgesonnen, als wir hier damals unterwegs waren. Könnt ihr euch noch erinnern? Was ist denn hier? An alle Antiquare. Hier unten ist auch immer ständig dieses Kampfsymbol. Ihr scheint neu in Dämmerdorf zu sein. So seht ihr nämlich aus. Nun, gewöhnt euch lieber daran. Ihr werdet so lange nicht an die Oberfläche kommen, bis ihr diesen Auftrag beendet habt. Daher könnt ihr es euch genauso gut gemütlich machen. Ihr seid ein Gefangener hier? Ein Gefangener? Nein. Warum solltet ihr das denken? Doch wir haben einen Vertrag unterschrieben. Versprochen, dass wir bleiben würden, bis die Arbeit getan ist. Und dass wir niemals irgendjemandem etwas darüber verraten. Ansonsten ist die Arbeit als angestellter Minenarbeiter des Bitterklinge-Minenkonsortiums durchaus lohnenswert. Kriegst einen Haufen Geld, kommst aber hier nicht raus, weil du immer wieder Arbeit hast. Was willst du denn mit der Kohle, du Idiot? Manche Leute machen für Geld wirklich alles. Habt ihr einen Mann mit Augenklappe durch die Stadt kommen sehen? Könnte ich jetzt nicht behaupten.
Und ich habe auch keine Geister oder Monster gesehen, wenn ich so darüber nachdenke. Auch wenn der Rest der Stadt von nichts anderem redet. Jedenfalls, willkommen an Bord und Glück auf. Geister, Monster? Ach, lasst euch nicht von ein paar Gerüchten abschrecken. Minenarbeiter sind ein abergläubisches Völkchen und so tief unter der Erde zu sein, lässt die Sinne verrückt spielen. Falls ihr sonst noch etwas über Dämmerdorf oder die Arbeit für das Bitterklinge-Bergbaukonsortium wissen müsst, so fragt einfach. Ihr habt also hier unten nichts Verdächtiges gesehen oder gehört? Ihr meint, diese Tölpel, die hier Geisterfallen aufstellen, die sind harmlos. Und wenn die abergläubischen Minenarbeiter sich dank ihnen sicherer fühlen, dann ist mir das recht. Elle und Aufseher Ulva waren immer gerecht und ehrlich zu uns. Elle und Aufseher Ulva? Elle Bitterklinge, ihr gehört das Konsortium. Ulva ist ihr Ehemann und unser Aufseher. Sie haben Dämmerdorf aufgebaut, um ihre Ansprüche zu untermauern. Sie sind geschäftstüchtige Leute, geheimnistuerisch, doch das geht stets damit einher, wenn man eine neue Mine aufbaut. Habt ihr etwaige Orte hier unten gesehen, wo sich Banditen verstecken könnten? Was für eine eigentümliche Frage. Dieser ganze Ort ist wie für Unerwünschte gemacht. Tunnel, versunkene Hügelgräber, Drema-Ruinen, jede Menge abgelegene Orte. Doch keine Angst, wir sind die Einzigen hier unten. Elles Vorkehrungen sorgen dafür. Wie wurdet ihr Teil dieser Bergbauunternehmung? Genau wie ihr, schätze ich. Ich habe einen Aushang in einer Taverne gesehen, mit einem Mittelsmann gesprochen, ein paar Papiere unterschrieben und jetzt bin ich hier. Nun, nachdem man mir die Augen verband und mich durch Eis und Schnee um die halbe Welt führte. Die Arbeit ist hart, aber die Löhne sind hervorragend. Begreifend einfach nicht. Was für eine Zeitverschwendung. Diese Leute haben keine Ahnung, was hier unten vor sich geht. Ich frage mich, ob Dummheit Teil ihres Arbeitsvertrags war. Habt ihr etwas herausfinden können? Niemand, mit dem ich gesprochen habe, hat einen Mann mit Augenklappe gesehen. Nur weil niemand ihn gesehen hat, heißt das nicht, dass er nicht hier war. Sprechen wir mit Fenn, bevor wir hier alles auf den Kopf stellen. Vielleicht hatte er mehr Glück. Fenorian meinte, er würde uns draußen auf der anderen Seite der Stadt treffen. Genau, schön durch die Schatten schleichen. Geht voran, ich folge euch auf dem Fuße. Sie nicht eigentlich unsere? Oh. Schön hoch. Das war ja ein schön hoch, aber was willst du machen? Ach, wir müssen sowieso hier oben lang. Ach, verdammt. Titankind, warum sagst du denn nichts? Hierher! Gerade rechtzeitig. Ich habe den Vampir mit der Augenklappe entdeckt. Er traf eine Zirkelhexe, die ihren Schergen umgehend befahl, Hexendorne um das Gebiet herum aufzustellen. Wie kann man unter der Erde einen Sturm heraufbeschwören? Bei arkanen Phänomenen ist alles möglich. Wenn wir uns beeilen, können wir diesen Gramsturm aufhalten, ehe er irgendwelchen Schaden anrichtet. Ihr und Lyris solltet euch aufteilen. Wir müssen alle Hexendorne zerstören. Was werdet ihr tun, während wir uns um die Hexendorne kümmern? Ich verfolge den Mörder der Königin und die Zirkelhexe. Ihr konzentriert euch darauf, den Gramsturm aufzuhalten. Ich komme danach zu euch und dann stellen wir gemeinsam den Vampir und die Hexe. Okay. Bewegung! Ihr nehmt die Ostseite, ich den Westen. Wir treffen uns dann in der Mitte. Vernichtet die den Hexendorn im Osten. Bericht an Bitterklinge. Ist er noch nicht tot?
Was ist denn das schon wieder für eine Aufgabe da? Die kenne ich ja noch gar nicht. Hä? Was denn? Oh, Bergbauproben. Ingfried. Oh, da war hier. Hier gehen wir nochmal schnell zurück, wa? Aber wir müssen da sowieso hier in die Ecke. Geben wir jetzt erstmal das hier ab und dann. Dann machen wir uns mal auf die Socken da. Den anderen Chrome. Ist das hier eigentlich immer wiederholbar jetzt hier? Oder ist das jetzt schon wieder ein neuer? Was? Ihr unterbrecht mich immer bei der Arbeit. Spuckt es aus. Ich habe einen toten Ork namens Gumbords in den Kavernen gefunden. Ich hatte ein paar Erzproben. Er hatte ein paar Erzproben für euch dabei. Stelle sich das einer vor. Gumbords ist tot. Das ist ein Pech. Ich schätze, ihr habt nicht zufällig die Erzproben gefunden, die ihr sammeln sollte, oder? Doch, habe ich, zusammen mit einem Brief an euren Chef. Ist das so? Ich wusste, dass der Kerl eine Petze ist. Dachte wohl, er könnte hier rumschnüffeln, ohne dass ich ihn erwische. Und ich weiß, dass ihr jetzt denkt, ich hätte Gumbords getötet. Aber Beweise habt ihr keine. Gebt mir das Erz und nehmt euer Gold. Es ist vorbei. Niemand wird irgendwas finden. Was Gumbords auch dachte, was er gefunden hat. Ich führe ein sauberes Geschäft. Sein Brief ist wertlos. Dank euch habe ich mein dreckiges Geschirr abgewaschen. Es ist vorbei. Niemand gewinnt. Wir haben schließlich beide eine Lektion gelernt. Geht weiter, Kamerad. Keine Zeit für sinnloses Geplauder. Das Geschirr abwaschen, der Brief von Adansta war eine Warnung. Ihr habt mich benutzt. Na, seid ihr jetzt so richtig aufgebracht, hm? Aber beim Bezahlen habt ihr euch nicht beschwert. Ich bin mir sicher, dass das Konsortium das interessant finden würde. Es scheint, als würdet ihr tiefer in dieser Sache stecken als ich, Partner. Kann ich dir nicht eine Fülle versauen? So. Nehmen wir mal Karte. Den Hexendorn müssen wir vernichten. Die ganze Zeit über hat der Aufseher mit einem Vampir gearbeitet? Ich hatte immer ein ungutes Gefühl bei ihm. So viele Leute sind verschwunden und der Aufseher steckte die ganze Zeit da. So, dann watschen wir mal hier schnell rüber. Kümmern uns erstmal um die Sache. Mir juckt meine Nase. Ai, Kantios. Handele. Zurück zu Lyris, nicht zu Lück. Nee, mit Fenorian sollen wir sprechen. Oh, haben wir hier. Feine Eisenherz. Nehmen wir natürlich mit. Ihr habt den Gramsturm aufgehalten, bevor er auch nur aufziehen konnte. Nun gilt es, den Vampir und die Hexe zu erledigen. Gut gemacht, mein Freund. Ehe die Hexe ihr Ritt. Wie die Gut gemacht, mein Freund. Ehe die Hexe ihr Ritual auch nur beginnen konnte, habe ich die Magika verschwinden sehen wie die Flamme einer ausgepusteten Kerze. Die Hexe und der Vampirattentäter sind nach Kargentams geflohen, eine Dweme-Ruine. Wir können uns dort um sie kümmern. Wir sollten erst einmal Lyris finden. Die Zeit drängt. Ihr geht zur Ruine. Ich suche Lyris und wir treffen uns dann dort. Sie liegt südöstlich von Dämmerdorf. Falls ihr vor uns ankommt, geht hinein und bewacht den Eingang, bis wir eintreffen. Okay. Zu Judas?
Wo ist denn das Ding? Ach, da unten. Was haben wir hier noch? Irgendwas dran hier? Nee. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Wahrscheinlich nicht. Wartet. Nicht. Bin ich im Kampf? Kann das sein? Und wenn ja, gegen wem? Könnte man hier wieder die Karte hier aufploppen? Oh, da ist noch was. Wer verfolgt mich denn jetzt hier? Meine Güte, ey, das ist ja Wahnsinn, wa? Wie weit oder wie lange irgendeiner hinter dir her ist. Kangdams. Eine Wörter haben die. Wer kommt denn auf solche Wörter? Wer denkt sich denn das jedes Mal aus? Lass uns doch das ganze Kangdams heißen. Das muss doch von irgendwas aus. Wir sind da. Finden wir diesen Attentäter. So abgeleitet sein. Wisst ihr, was ich meine? Oh, er heilt uns ja, stimmt ja. Oder war das ein anderer, der uns mal geheilt hat? Nur Lyris macht ihre Arbeit nicht. Rang 14 bei Bogen erreicht. Ich hab eine Armbrust, verdankte Axt. Verdankte Axt. Vorsicht. Verdammte. Ich spüre, dass hier noch andere Vampire sind. Naja, lasse kommen. Lasse kommen. Solange ich nicht gebissen werde. So, siehst du? Ich kann mir die auf Abstand halten hier. Verrecke an meinem Gift! Ramon, Holde! Sie können nicht durch das Ritual entstanden sein, das wir aufgehalten haben. Man muss sie von einem anderen Ort hierher gebracht haben. Okay. Schön, das Gift, wisst ihr? Hier, friss Gift. Friss Fürze. Ist klar. Jolt ist immer gut. Jolt. Hab ich nicht gerade LT? Ach nee. B halt gerade gedrückt, verdammt. Naja, was soll's. Eine Augenklappe, das ist der Attentäter.
Ich hab euch lange genug aufgehalten. Schwester Tarda wird die Exarchen wiederbeleben. Naja, das ist immer noch besser als ja nicht kämpfen. Das ist für Königin Gerhüld, Horka. Jetzt müssen wir Schwester Tarda finden. Alter, wie das hier aussieht, wa? Schweinefleisch, sicher? Okay. Hm, hätte ich da lassen können, aber gut. Sind die hier wohlgesonnen? Jedenfalls nicht feindlich. Sehr gut. Also mir wird noch ein richtiger Fernkämpfer hier. Nichts weiter. Eine Modde. Finde Schwester Tada. Ihr lauscht. Ich schließe die Tür auf. Erwacht, Exarch. Werdet neu geboren. Mach mal hin da. Zingales! Der Aschefürst. Wohin habt ihr mich gebracht? Also werden wir noch einmal leben, Ulfra. Ich lebe wieder? Wie? Dankt dem Eiskapp-Zirkel für dieses Wunder, Werwolf! Und meinen Rezepten, Hexe. Ich wollte nicht respektlos wirken, Exarch Zingales. Wir werden beobachtet, Bruder. Das nächste Mal, Tarda, wird der Aschefürst erwarten, dass mehr als ein Reliquiar wiederhergestellt wird. Jetzt kümmert euch um die Eindringlinge, sonst werfe ich euch den Gramunholden vor. Kommt heraus, kleines Geva! Kommt und spielt mit Schwester Tarda! Wie viele von euren Schwestern werde ich töten müssen, bevor ihr aufgebt? Wart ihr es, der meine lieben Schwestern getötet hat? Unsere Rache wird euch bis ins Grab verfolgen! Verdammt, wo ist denn die alte Hetze? Wo ist die alte Hetze? Da ist er.
passiert jetzt ja nichts mit dir, wa? Wir sind doof, weil die Dinger hier immer rum sind um ihn. So, jetzt kann ich wieder. Noch eine Hexe für den Scheiterhaufen. Setzen wir den anderen beiden nach. Ah, jawohl, sehr gut. Fenorian, du hast wirklich. Warte mal, den muss ich hier, ne? Korokte, Stufenbelohnung. Reitstunden hier, Kronengeschwindigkeit, Kapazität, wa? Ja, komm. Hier noch Platz im Inventar. Ist doch wieder dieselbe Scheiße wie immer. Was haltet ihr von einem So, Verkauf. Hier, Plunder. Füße. Leicht, schwer, lass ich mal. Komm, ich mach erstmal ein bisschen, dass ich hier ein bisschen Gold kriege. Drauf geschissen auf den ganzen Krabbes hier. Leicht, schwer behaltig. Aber jetzt. Oh, hier so viel fressen hier. Mittel würde ich gerne behalten, außer. Ach, das ist wieder Inspiration. Na gut. So. Ein Punkt, muss ich gucken. Mal in Ruhe denn. So. Können wir erstmal hier raus. Wir sollen den Bienen ja noch folgen. Mal jetzt noch zu Ende denn. Dass wir hier vielleicht rauskommen aus Schwarzweite. Graumoor-Kavern. Neben. Da unten. Verdammt, sie sind uns entwischt! Ihr habt es auch gesehen, oder? Die Werwölfin hat die Statue abgestreift wie eine Schlange die Haut. War sie die ganze Zeit in dieser Steinhülle und hat nur darauf gewartet, geweckt zu werden? Oder hat das Ritual sie irgendwie in dieses Gefäß hineinbeschworen? Es gibt vieles, was ich immer noch nicht verstehe. Was glaubt ihr, hat Schwester Tarda da drin gemacht? Sie hat offensichtlich ein Ritual durchgeführt. Erinnert ihr euch an den Altar in Kilkreath? Wir haben die Urne. Das Reliquiar und Scherben von einem größeren Steingefäß gefunden. Ich glaube, es waren die Überreste einer dieser Steinhüllen. Ich bin mir nicht sicher, wie genau, doch das hat alles mit den Gramstürmen zu tun. In welcher Verbindung stehen die Steinhüllen zu den Gramstürmen? Ich dachte, das Ziel der Gramstürme wäre, Gramunholde zu erschaffen. Doch inzwischen glaube ich, dass sie nur ein Nebenerzeugnis sind. Der Sturm hat irgendwie Energie gesammelt, mit der die Hexe dann Ulfra, die Werwölfin, beschworen hat.
Ulfra scheint zu denken, dass sie wieder zum Leben erweckt wurde. Wieder zum Leben erweckt? Ist das überhaupt möglich? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alles möglich ist, wenn Magie im Spiel ist. Ich werde mich mit Lyris umsehen und dann zur alten Jolin zurückkehren, um die Untersuchung der Rückstände an den Hexendornen abzuschließen. Vielleicht hilft mir das, die Wirkungsweise des Rituals zu verstehen. Ihr könnt das Ritual tatsächlich entschlüsseln, indem ihr die Rückstände untersucht? Theoretisch. Mit meinem Wissen in Sachen Alchemie und dem Verständnis der alten Jolin für Rake-Magie sollten wir gemeinsam in der Lage dazu sein, etwas Näheres herauszufinden, sobald wir wissen, welche Komponenten in dem Ritual zum Einsatz kamen. Wir haben gehört, wie sie Exarchen und den Aschefürsten erwähnte. Was bedeutet das eurer Meinung nach? Ich weiß nichts von einem Aschefürsten, aber Exarchen? Dieser Begriff ist mir schon bei dem Zwischenfall am Massengrab in Bankorei untergekommen. Es ist ein Rang aus einer uralten Armee. Ihre Mitglieder wurden in diesem ungeweihten Boden begraben und ihre sterblichen Überreste hierher geschmuggelt. Welche uralte Armee? Die Graue Schar. Das war eine Armee aus Vampiren und Werwölfen, die während der ersten Ära in Hammerfall wütete. Es gibt nicht mehr viele Aufzeichnungen über sie, und selbst die Grabstätte war ein gut gehütetes Geheimnis. Exarch war ein Rang, schätze ich. So wie General. Meint ihr, jemand versuchte, die Graue Schar wieder zum Leben zu erwecken? Ich weiß es nicht. Doch das ist der Eindruck, den ich nach dem Gespräch der Hexe mit den Exarchen hatte. Ich wünschte allerdings, wir wüssten mehr über diesen Zingales und diese Ulfra. Und diesen Aschefürsten. Deshalb will ich auch die Ritualstätte untersuchen. Okay. Verdammt, der Vampir und der Werwolf sind lange weg. Sie nannten sich Zingales und Ulfra. Und sie hatten ungewöhnliche Ränge oder Titel. Exarch. Ich frage mich, was das heißt. Sie haben auch einen Aschefürsten erwähnt. Ja, hatte ich gehört. Aber keine Ahnung, wer oder was das ist. Vielleicht wird Fenn aus dem, was wir hier unten gesehen haben, schlau. In der Zwischenzeit gehe ich wieder rein. Ich will mir diese Steinhüllen näher ansehen, die da zurückgelassen wurden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Während Fenn und ich diese Ritualstätte näher untersuchen, solltet ihr nach Einsamkeit zurückkehren und Svana darüber in Kenntnis setzen, dass der Mörder ihrer Mutter tot ist. Sie wird das wissen wollen. Mehr noch, sie hat es verdient, das zu wissen. Alles klar. Ich habe Svana im einsamen Troll zurückgelassen, unter der Obhut des betrunkenen Orks Mauk. Sofern er meine ziemlich strikten Warnungen nicht ignoriert hat, sollte er dafür sorgen, dass die Prinzessin dort bleibt. Ich treffe euch in der Stadt, sobald wir hier fertig sind. Alles klar. Was hofft ihr, an der Ritualstelle Stätte zu finden? Etwas, was uns mehr darüber verrät, was der Zirkel und seine Verbündeten erreichen wollten. Vielleicht etwas über diesen Aschefürsten. Ich würde mich sogar mit einem Hinweis zufrieden geben, der auf andere Festungen hier unten verweist. Wir brauchen mehr, um weiterzumachen. Warum habt ihr Svana im einsamen Troll gelassen? Weil ich der Sicherheit im Palast nicht traue. Vampir oder nicht, der Attentäter ist viel zu leicht so dicht an die Königin herangekommen. Außerdem fühlt sich Svana in der Taverne wohl. Ich dachte mir, sie braucht etwas Vertrautes, nachdem sie ihre Mutter sterben sah. Alles klar. So, hat der noch was? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alle... Gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. In der nächsten Folge werden wir mal, ich denke mal, wir werden erstmal rausporten oder sowas, dass wir hier rauskommen. Weil kickt ihr mal an, das ruckelt alles ein bisschen hier unten. Ja, dann werden wir gucken, wie wir da hinkommen und wie auch immer und weswegen auch immer und was auch immer und naja. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.